Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Star Stable Online. Heute mit der neuen Story Quest, wo wir wahrscheinlich auch Elisabeth beerdigen werden. Und zuerst einmal muss ich jetzt hier mit Evercry reden. Wie geht es für uns weiter? Wer kann das schon sagen? Aber bevor wir in die Zukunft blicken, müssen wir der Freundin, die uns so weit gebracht hat, unseren Respekt zollen. Jahrhundertelang war Dolls Abbey ein heiliger Ort für alle Bewohner Jorviks. Es war eine heilige Stätte für die allerersten Druiden. Wellen von Neuankömmlingen haben sich dort eingefunden, um Zeremonien beizuwohnen und Trost zu finden. Treffen wir uns dort, um Elisabeth zu gedenken. Keine Trauerfeier, eine Gelegenheit zu feiern, was sie uns hinterlassen hat. Ich werde mich mit meinem Bruder zusammentun, um die Vorbereitung zu treffen und die einzuladen, die sie am besten kannten. Wir sollten uns alle auf den Weg machen. Ja, ein kleiner Ritt wird uns allen gut tun. Zu Fuß ist ein ganz schönes Stück. Könnte mich jemand mitnehmen? Du kannst mit mir auf Starshine reiten. Alex, kommst du? Ich komme sofort nach. Ich brauche noch einen Augenblick für mich. Okay. Okay, Alex, nimm dir die Zeit, die du brauchst. Und denk daran, wir haben dich lieb. Ja. Oh Gott, ich hoffe, ich muss hier wieder heulen. Das war schon letztens so extrem. Sad. Oh, hallo, du bist noch da. Mir geht's gut, wirklich. Ich brauche nur etwas Zeit, um mich zu sammeln, bevor ich Abschied nehmen kann. Können wir uns vielleicht vor der Gedenkfeier treffen und zusammen dorthin reiten? Treffen uns an der Brücke zum Silver Song River. Da, wo wir uns getroffen haben, bevor wir Justin gerettet haben. Weißt du, welchen ich meine? Super, dann sehen wir uns da. Danke für dein Verständnis. Das Problem ist, ich glaube... Gut, ich glaube, wir reiten jetzt... abhang. Nein. Ah, ich lebe doch nicht mehr. Schade. Okay, dann reiten wir nach dort hinten. Und ich will mich dann auf jeden Fall noch umziehen, weil ich habe mir passende Kleidung zusammengesucht, die ich dann auf jeden Fall anziehen kann. Und... Ja, dann geht es daran, Elisabeth zu verabschieden. Das ist echt sad. Also ich muss sagen, letztes Mal war es auch schon sehr, sehr emotional, wo Elisabeth gestorben ist. Und mal sehen, wie es jetzt wird. Damals hatte ich ja keine Cam an, was auch ganz gut war. Und ja, mal gucken. Ich bin sehr gespannt, wie es wird. Aber ich vermute, durch die Musik von Lisa wird es nochmal um einiges emotionaler. Und ja, mal gucken, wie das so wird. Ich weiß, ich könnte jetzt irgendwie abkürzen, aber irgendwie doch, ich könnte mich zu Steve fahren lassen eigentlich. Ich glaube, ich fahre mal zu Steve. Also ist da nicht ganz so weit. Mein Pferd hatte leider auch einen gelben Smiley und hat jetzt auch nicht so die beste Ausrüstung drauf. Steve. Nein, nicht Silverklettland, gut. Steve's Farm. Und Steve's Farm ist ja dann gar nicht so weit bis zum Silber-Song-Dingsdorf-Fluss da. Und auf dem Weg dorthin kann ich mir schon mal passend anziehen, weil ich weiß nicht, ob ich da nochmal die Gelegenheit dazu haben werde. Deswegen, ich habe mir nämlich dieses schwarze Kleid gekauft. Und ich würde sagen, Handschuhe und so legen wir dann einfach ab. Jetzt werde ich zwar nochmal ein bisschen langsamer, weil ich das nochmal ein paar Werte rausnehme, aber das ist mir jetzt eigentlich egal. Und genau, dann ist das jetzt mein passendes Outfit für die Trauerfeier. Regenbogen muss ich dann vielleicht auch nochmal sammeln, weil dadurch kann man wirklich gut Jorvik-Schillinge farmen. Aber ich muss sagen, ich finde das Kleid wirklich recht schön. Das Weiße gefällt mir aber noch eine ganze Ecke besser. Es gibt auch nochmal ein Weiß, so eben. Ich reite falsch. Und ja, ich wollte jetzt schon zu Dolls Abbey reiten. Aber ja, das Weiße mag ich wirklich ziemlich gerne. Ich glaube, das werde ich mir auch noch holen. Das gibt es aber leider nur für Starcoins. Das ist sehr, sehr schön. So. Okay, einen Moment alleine.
Danke, dass du hergekommen bist. Ich habe einfach etwas Anstand gebraucht. Ich hoffe, die anderen verstehen das. Ich denke schon. Die Gedenkfeier in Dolz Abbey beginnt bald. Wir sollten losreiten. Okay. Oh, hat der da hinten so ein Blümchen drin? Hey, wieso glitzert das denn jetzt so dunkel? Ganz kurz. Ah, okay. Ich glaube, ich habe immer geglaubt, dass wir alle gut, dass alles gut wird, wenn wir Anna erst einmal aus Pandoria zurückgeholt haben. Dass Elisabeth uns vier in die Richtung weist, wir etwas in die Luft springen und tada, der Frieden ist wiederhergestellt. Dann kommt das wahre Leben und verpasst mir einen Schlag ins Gesicht. Das habe ich wohl nicht anders verdient, wo ich es gewagt habe, auf ein gutes Ende zu hoffen. Es ist niemals falsch zu hoffen, Alex. Genau. Das ist gerade eigentlich wirklich ganz schön, mit den beiden zusammen zu reiten. Ich hoffe echt, ich muss nicht heulen. Ich versuche mir nicht die Schuld zu geben, für das passiert ist, aber ich muss immer zu an sie denken. Wir haben uns unzählige Male geschritten. Sie hat immer mit mir geschimpft, weil ich zu ihr zu leichtsinnig war und ganz so schweigend von ihren ganzen komischen Regeln. Vorher kannte ich sowas gar nicht, weißt du? Ich weiß, meine Mutter hat uns geliebt und sich bemüht, für uns fünf Kinder zu sorgen. So gut sie das uns als alleinerziehende Mutter konnte. Aber das war nicht genug. Sie war nicht für uns da. Ich musste mir etwas überlegen, um Essen auf den Tisch zu bringen, für saubere Anziehsachen zu sorgen und die Dinge, die mir am Herzen lagen, zu verstecken, damit sie nicht geklaut würden. Ich habe James immer aus der Patsche geholfen, aber für mich war niemand da, wenn ich Hilfe gebraucht habe. Und dann kam Elisabeth. Wenn ich eine Dummheit gemacht habe, hat sie mich bei der Polizei abgeholt. Wenn ich bei etwas versagt habe, hat sie mir gesagt, ich soll es noch einmal versuchen. Ihre ganzen Regeln waren nie darauf gelegt, einen anderen Menschen aus mir zu machen. Sie hat mir nur geholfen, so gut zu sein, wie ich sein konnte. Sie hat es aus Liebe getan. Und ich war zu bockig, um das zu sehen. Elisabeth war die erste, die in mir nicht einfach nur eine wütende Teenagerin gesehen hat, die sich gegen die ganze Welt auflehnt, sondern etwas Besseres, ein Mädchen, das eine Heldin sein konnte. Und sie hat recht, du bist eine Heldin. Das ist jetzt schon so emotional. Oh, das ist voll sad. Ich will nicht die Beerdigung machen. Vielleicht mache ich doch lieber die Cam aus. Danke, Lara. Das bedeutet mir viel. Aber Elisabeth zu verlieren bedeutet mehr als nur, jetzt regnet es auch noch, eine Familie zu verlieren. Sie war unsere Anführerin. Mehr noch als Fripp. Sie hat uns gezeigt, was es heißt, ein Soulrider zu sein. Sie zu verlieren, das ist einfach zu viel. Ach, wir holen Elisabeth bestimmt zurück. Das wird bestimmt irgendwie funktionieren. Ich weiß nicht, ob ich bereit bin für das. Was kommt, Lara? Ich weiß nicht, ob ich die Vergangenheit hinter mir lassen kann. Du bist nicht alleine. Wir helfen dir. Ich weiß nicht, ob ich das mit dir brauchendlich gemacht hätte, aber ich finde so, wir helfen dir, eine Unterstützung. Irgendwie ein bisschen schöner, dass sie weiß, dass jemand da ist, der ihr hilft und dass sie jetzt nicht alleine ist oder sowas. Wo muss ich jetzt eigentlich hin? Oh, ist das hier schön. Es ist alles geschmückt. Wow, das ist echt schön gemacht. Oh, lies den Song. Here I am, though I wish I was braver. We all came here today for a last goodbye. Oh, Hermann ist da. Der ist bei mir eigentlich noch gefangen. Und irgendwo, ich glaube schon. Wie geht es dir, Alex?
Ach, du kennst mich doch. Was mich nicht umbringt, härtet mich ab. Das Leben geht weiter, oder? Ich komme klar. Hör mal, Alex. Jeder würde sagen, dass das Leben weitergeht. Dass du darüber hinwegkommen musst. So ist es aber nicht. Du wirst es dein Leben lang mit dir herumtragen. Du musst es zu einem Teil von dir machen, wenn du damit leben... denn du musst damit leben. Es wird vielleicht nie wieder alles gut sein. Aber das ist okay. Es ist deine Entscheidung, wie du damit umgehst. Denk daran, dass du dass du Freunde hast, die für dich da sind, wenn du sie brauchst. Ich denke, ich kriege das hin. Danke, Lisa. Oh, Alex ist so ein bisschen... sie blockt das alles von sich ab. Elisabeth mag zwar nicht mehr bei uns sein, aber wir sind immer noch Soulrider. Wir stehen zueinander. Mal um mal. Wir werden ihr Andenken ehren. In Zeiten wie diesen fällt es mir leichter, meine Gefühle durch meine Gitarre auszudrücken. Bitte, bleib nur zu, wenn du möchtest. Glaubst du, dass Elisabeth da, wo sie jetzt ist, mein Lied hören kann? Bestimmt. Oh, das ist so schön hier. Ich muss mich erstmal ein bisschen umgucken. Ich muss auch erstmal irgendwie ein Foto machen, weil es ist ja wirklich so schön. Irgendwie ist mir aufgefallen, dass unsere Figuren ganz schön dünn sind. Okay, reden wir mit Alex. Mischen wir uns in das Volk und treffen uns nachher wieder. Okay. Wenn ich Gitarre spiele, kann ich mich besser auf die wichtigen Dinge besinnen. Ich hoffe, meine Musik wird euch alle erreichen. Hast du irgendwelche Wünsche? Könntest du das Lied von Anfang an spielen? Könntest du das Lied a cappella spielen? Könntest du den instrumentale Halle fischen? Also schön, wie es ist. Von Anfang an. War cool, dass es auch verschiedene Versionen wahrscheinlich gibt. We will ride again like the sun. You live on a new dawn. Cross the morning sky in our hearts. You live on and on and on. It's time to say goodbye, say goodbye, say goodbye. Hold our head up high. Das ist nicht ein Pferd. Sind Annes Gesichtszüge irgendwie traurig animiert? Ich weiß nicht, sie sieht irgendwie ziemlich sad aus. Aber das Abby ist wirklich extrem schön geworden. Ist das jetzt ein Endlosschleife? Das ist so ein wunderschönes Lied.
glaube, wir können es jetzt aufhören.